Bevor der HRV im Oktober seinen Jugendleistungsvergleich durchführt, ist erst einmal der SV Rhein-Breitbach an der Reihe. Am 13. September treten die besten Nachwuchskicker aus der Region beim BHAG Cup an. Ins Leben gerufen hat ihn A-Juniorencoach Michael Blankenheim. Ja, wir waren vor 2 Monaten auf einem großen Turnier in Bonn. Da haben auch genauso viel Mannschaft mitgemacht und das hat uns einfach so gut gefallen, den Eltern und den Kindern. Und hatten die Idee, wir wollen erstmal ein kleines probieren in Rhein-Breitbach. Dann war die Resonanz so riesig von den ganzen leistungsstarken Mannschaften in der Region, weil es halt zu dem Zeitpunkt hier noch nichts gab. Und dann ist die Idee gewachsen und dann haben wir das innerhalb von 1,5 Monaten jetzt aus dem Boden gestampft und umgesetzt. Wie viele Mannschaften werden teilnehmen? Wir werden insgesamt 24 Mannschaften am Start. Und wo kommen diese ganzen Mannschaften her? Die kommen aus der ganzen Region, zum Großteil aus dem Kölner Raum, weil da halt die Leistungsdichte am höchsten ist. Als besonderes Highlight haben wir Kickers Offenbach dabei, die Nachwuchsleistungszentrum sind, die aktuell in der dritten Liga spielen. Und dann natürlich auch die direkten Nachbarvereine wie Bad Honnef, FC Spich aus dem Rhein-Sieg-Kreis, die JSG Beul, der FV Engers aus dem Fußballverband Rheinland. Also schon ein größeres Umfeld. Namensgeber des Cups ist die Bad Honnef AG. Sie unterstützt seit Jahren aktiv den Sport in der Region. Herr Birnhäupel, BHG Cup, machen Sie jetzt im Telekom Cup Konkurrenz? Ich glaube nicht, aber wer ist der Telekom Cup eigentlich? Wer ist das, der Telekom Cup? Habe ich noch nicht gehört, nein, Spaß beiseite. Uns geht es jetzt nicht darum, einen Telekom Cup Konkurrenz zu machen, sondern einfach ein tolles Turnier hier in der Region zu unterstützen und neben unserem Sponsoring tun wir ja auch was Gutes, dass die Nachwuchs-Kiddies vom SV Rhein-Breitbau auch ihre Trikots bekommen und das ist unser Anliegen. Es geht jetzt nicht darum, der Telekom Konkurrenz zu machen mit ihrem Cup. Aber da gibt es bald den Siebengebirgs-Cup? Womöglich. Kennen Sie jemanden, der den organisiert? Nein, also wir können uns das vielleicht schon vorstellen, Siebengebirgs-Cup zu machen, nur unser Versorgungsgebiet ist ja etwas größer. Vielleicht müssen wir dann den Siebengebirgs-Westerwald-Cup machen. Aber durchaus eine Möglichkeit, sicherlich. Wie viele Vereine unterstützt die BHG mittlerweile? Ich kann die auf jeden Fall nicht mal an beiden Händen abzählen. Das ist schon mal fest. Eine genaue Zahl kann ich Ihnen nicht nennen. Aber bei der Gelegenheit vielleicht noch einen kurzen Hinweis auf unseren Wettbewerb dieses Jahr für Vereine. Vereint gewinnt. Geht in die 4. Runde, da gibt es auch wieder 20.000 Euro zu gewinnen für Vereine in der Region. Also wer noch nicht mit dabei ist, der sollte sich bei uns auf der Internetseite mal informieren.